So, jetzt kann ich mal so langsam wirklich mit dem Gedanken spielen. Da wir jetzt schön viel Platz haben. Moment, machen wir erstmal noch das wieder. Dann gucken wir mal, was können wir denn noch bauen. Am besten wäre jetzt doch nochmal das Regierungsgebäude. Setzen wir gleich daneben. Schaut auch schön aus. So. Bäm. So. Was hilfst du noch mit bei der Nahrung? Läuft ja ganz gut soweit. Verbesserte Bögen bitte nicht. Mir reichen die normalen vollkommen aus. Aber ich könnte mal die Axtkämpfer entwickeln und noch ein paar Axtkämpfer dazu schicken. So. Jetzt haben wir das, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Nein, wir brauchen noch irgendwas anderes. Tempel oder Waffenschmiede lohnt sich sowieso nicht so ganz. Da bauen wir lieber einen Tempel. Wir können jetzt auch wieder ein Dorfzentrum bauen. Der Gedanke wird sich schon fast lohnen. Jetzt haben die auch eine richtig geile Reichweite. Nein, 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 das haben wir schon. Waffenschmiede wollte ich jetzt, glaube ich, noch eine machen. Machen wir die mal hier oben hin. So, ihr könnt jetzt gerne mal wieder ein paar Farmen erneuern. Dankeschön. So, sobald das alles funktioniert, bin ich glücklich. Punkt. Das sieht mir aber schon viel besser aus. Das gefällt mir sogar richtig gut. Leute, seid mal nicht so aggressiv. Mehr Häuser. Gut, dann bauen wir noch ein paar mehr Häuser. Bauen wir die da unten hin. Ein schönes Haus am See. Geht schon wieder irgendwo ab. Aber kein Problem für unsere Leute. Ein Dorfzentrum da unten bauen wir vielleicht bei Zeiten. Wow, wow, wow. Also ein Dorfzentrum bauen wir wahrscheinlich bei Zeiten wirklich. Aber erst dann rechts bei seinem Lager. Den Leuten, die wir noch haben. So, nächstes Zeitalter. Her damit. So was, wir arbeiten uns von der anderen Seite vor und machen hier unten eine Lagergrube hin. Nicht genug Holz? Verflucht. Das ist ja gemein. Ach, bis die ja angekommen sind, richtig. Na egal. So, ich glaube, jetzt können wir mal angreifen. Ach, wisst ihr was? Einen Bogenschütze geht noch. Die zwei sind jetzt da, um die Gebäude schnell kaputt zu machen und die Gegner ein bisschen zu tanken, quasi. So. Und auf geht's! Viel Spaß, viel Spaß. Hey, 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 Leute. Ruhig bleiben. So, noch. Was ist das? Dem müsste auch irgendwann mal der Stein ausgehen. Wow, 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 wow. So. Bäm. Ja, du wirst dich dann drum kümmern. Wow, 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 wow. Sehe ich jetzt gerade auf der Karte, dass hier gerade irgendwie die Post abgeht. Okay, vielleicht baue ich doch noch einen mehr von euch. Brittene Bogenschützen ist zwar eine ganz tolle Idee, aber... Wo, 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 wo. Bleibt mal bitte auf Stellung halten. Auch wenn das hier nicht angreifen heißt. So, eure Ressourcen hätte ich dann nämlich gerne. Und ich glaube, es wird mal Zeit, eine Trireme zu entwickeln. Das wird böse. Und wir können nochmal ein Reichweiten-Upgrade machen. Kann das sein? Tatsache. Das ist schön. Und jetzt bauen wir echt mal die Lagergrube hin. Vielleicht sogar einfach hierher. Passt. Besser. Yeah. So.
Dann nehmen wir noch das Rest, das bisschen Restwald, das der noch hat, an uns. Wenn er noch was hat. Ja, da ist doch genug. Und jetzt nochmal bald Reichweite, dann habe ich 10 Reichweite, das wird herrlich. So, Ballistik hätte ich gerne. Hm, kostet ein bisschen Gold, aber das nehme ich gerne in Kauf. So, dass es nicht immer so eng aneinander ist, machen wir das mal so. So, so geht's auch viel besser. Nur ein bisschen vorbereitet sein, Menschenskind. Ich hätte schon echt Angst, dass ich jetzt schon wieder Haare raufen kriege. Jetzt haben wir es. Oh. Das ist nämlich leckere Reichweite. Bald können wir das Ding bestimmt auch brennend machen. Dann wird alles gut. Bessere Bauernhöfe. Nein. Nahrung fehlt. Schweinerei. Machen wir noch einen hin. So, dann können wir bei Zeiten auch mal das Katapultschiff dann entwickeln. Dorfzentrum, Tempel, Regierungsgebäude, Marktplatz. Wir haben eigentlich nur die Bogenschießstand. Wir können dann später berittene Bogenschützen bauen. Vielleicht sogar noch die verbesserten. Wir können, glaube ich, nochmal ein Upgrade machen, oder? Nein. Schade, keine verbesserten berittenen Bogenschützen. Ist ja schon fast gemein. Aber gut, dann können wir genauso wenig Centurios ausbilden. Die normalen berittenen Bogenschützen sind okay. Wir haben hier noch Gold. Du kommst mal mit. Okay. Ich glaube, mein Nahrungsproblem erklärt sich gerade. So, du baust da hinten mein Dorfzentrum auf. Da haben wir eigentlich nochmal Platz für ein paar Farmen später. Der wird gerade ziemlich außer Atem gehalten. Und hier schauen wir mal. Eigentlich können wir diese Türme jetzt auch beballern, weil wir haben auch viel bessere Reichweite. Wer weiß, vielleicht fütter ich jetzt gerade die Trolle, aber egal. So, das ist ja eigentlich Ruhe. Ich könnte jetzt eigentlich, bevor ich großartig neue Dorfbewohner baue, immer so klug sein und jetzt einfach mal 5 Stück rüberholen, jetzt da drüben mitarbeiten. Die bleiben jetzt mal noch da. Ja, was macht ihr hier großartig? Das ist jetzt eigentlich eine Insel, die ich hauptsächlich benutze, um Schiffe zu bauen. Vielleicht werde ich die da unten dann doch wieder besiedeln. 6+3, das nenne ich meinen leckeren Turm. Ruhig. Aber du kannst es mal angreifen. Ja, trotz Höhenvorteil schießt er nicht zurück. So. Es tut mir leid, mein Freund. Hey, der hat Gold bei sich. So, dann bauen wir noch ein Dorfzentrum. Und das am besten direkt hier hinten hin. Am besten. Ja. Brauchen wir keine weitere Lagerbube oder sonst irgendwas. Aua. So, einmal Kibi ist besiegt. Zweites Mal wird hoffentlich gleich folgen. Hier haben wir noch ein bisschen Gold für unsere berittenen Bogenschützen. Nahrung und Holz kommt auch bald nach. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, noch ein paar auswandern zu lassen. Noch 3 Stück zumindest. So, jetzt können wir echt mal gucken, dass wir uns auf die berittenen Bogenschützen konzentrieren. Bogenschützen verbessern. Dann... Reichweitverlagerungsschiffen, da, was war es denn? Akademieeinheiten schneller. +1 Angriffsstärke für Fernwaffen. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Dann kaufen wir uns einfach schon mal die ersten. Nicht genug Gold, toll. Aber es kommt bald rein. 3 Stück kommen noch dazu. Die werden dann noch beim Holzfällen helfen. Und dann haben wir eigentlich wieder eine ganz gute Wirtschaft. Beisammen. So, dann
gucken wir mal noch hier im Regierungsgebäude. Ach, bin ich gerade noch am entwickeln. Weil die Ressourcen von den Kiwi da drüben würde ich schon gerne noch mitnehmen. Da hole ich mir schnell meinen Papa mit dem Bogenschützen und reite da mal rein. Hallo! Habt ihr mich vermisst? So. Du bist Bogenschütze oder hier? Das zählt als Bogenschütze und dementsprechend machen wir hier nochmal eins, oder? Ja. Und hier machen wir noch berittene Bogenschützen. Das ist schön. Warten wir noch, bis wir die Lebenspunkte machen können. Na, ein bisschen Gold fehlt noch. Ja, geht. Ah, wie ruhig und schön das auf einmal alles sein kann, was? Wenn niemand mehr da ist, der einem so permanent auf den Sack geht. Wie könnt ihr denn damit helfen? Sobald wir Bevölkerungsprobleme haben, weiß ich, wen ich töten muss. Boah, das ist gemein. Aber was will man denn schon tun? Das ist eigentlich auch kein schlechtes Upgrade. Das sollte ich echt mal machen. Nimmt sich wieder einen Platz weg. Ach, egal. Was wollen wir denn noch machen? Nochmal Bogenschützenpanzerung. 9 Gold. Aber egal, 10 Reichweite für berittene Bogenschützen, das ist toll. Eigentlich wollte ich die hier unten ausbilden. Ich Idiot. Ach nee, Moment, doch nicht. Na, eigentlich ist egal, wo ich die ausbilde. Ich kann die unten auch ausbilden. Tu die mitten ins Transportschiff rein, dann passt das schon. Hey, 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 das ist mein Holz. Mein zukünftiges. Weg davon. Och ja, wir können doch genug ausbilden. Da schaffen wir einen schönen 10er-Trupp. Ein paar Priester wären vielleicht doch nicht schlecht. Aber die brauchen Gold. Und solange ich jetzt nicht sehe, dass die hier gut Gold haben, lasse ich das lieber. So. Holen wir noch einen dazu. Ach, dann nehmen wir gleich noch die Truppen, die wir da unten haben, mit dazu. Euch. Ja, euch. Dann noch 2 hier und die anderen setzen wir später dazu. Dann reicht das erstmal als Angriffstrupp. Na, bitte alle rein. Die werden auch von den Schiffen gedeckt. Darf man nicht vergessen. Müssen wir mal so schnell es geht die Ressourcen hier sichern. So. Wie schaut's denn aus? Hallöchen, auch wenn es die einfachen Bogenschützen schon brandfein schießen, schaut schon irgendwie cool aus. Ist zum Glück auch nur leicht übertrieben. Oh, Turm. Dann machen wir das kaputt. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Boah, die haben mehr Reichweite als ein Speer. Aber, ich habe so das Gefühl, dass wir leider keine Kekse mehr kriegen. Kein Gold mehr kriegen. Von daher sollte ich den Plan mit Priestern vielleicht vergessen und setze dann doch lieber auf mehr berittene Bogenschützen. Gucken wir erstmal, dass wir hier noch ein bisschen weiter aufmachen. Irgendwo hier können wir ja auch landen. Da können wir dann fast schon mal gucken. Na gut. Auf jeden Fall nenne ich das mal Fortschritt. Auf jeden Fall viel besser als alles andere. Ich hatte schon gedacht, ich muss noch ewig an dieser Mission verzweifeln. Aber außer Holz gibt es hier nicht viel zu holen. Schade schon fast. Uiuiui, die gehen über die Felder wie eine Plage. Man muss mal mit ein bisschen Abstand. Dieses Gepresste nervt ein wenig. So,
Ja, dann schauen wir schon mal, dass wir so einen kleinen Brückenkopf da drüben aufbauen. Dort, wo unser Ziel ist. Wir hängen jetzt schon lange genug an der Mission. Menschenskind, war nicht so knapp. So, das hier noch kaputt machen, bitte. Und du holst dir mal die berittenen Bogenschützen ab. Wir wollen auch ein kleines bisschen Spaß haben. 7 Stück. Für einen guten Anfang reicht es. So. Ein Haus mehr hier unten könnte auch nicht schaden. Und wir gucken mal, ob es hier noch irgendwas Tolles gibt. Coco. Aha, aha, aha. Viel Mauer, viel Gegner, vieles außenrum. Und ich muss wahrscheinlich einmal komplett da außenrum reiten. Das ist ja gemein. Dann mache ich erstmal die Türme kaputt weiter.